Voilà. Also, da ist dein Mikrofon. Ja, ich okay. Bin da. Ja, gut, okay. Und eine halbe Stunde lang. Ja, ist gut. Okay, gut. Also, lange. Also, läuft alles? Läuft alles, ja. Damn! Hausi Lüttenegger, der Mann, der Mythos, die Legende. Ich lebe noch. Keine Legende, ich lebe ja noch. Ich lebe noch sehr gut. Eine lebende Legende. Ja gut, okay, ist auch schön. Es ist eine riesen Ehre, dass du in den Feelgood-Podcast kommst. Vielen herzlichen Dank dafür. Und zuerst stoßen wir mal ja, schnell an. Danke. Mit einem schönen Gläschen Wissen. Gut, immer gut. Ist für Gesundheit gut. Und für die Schönheit natürlich auch. Das ist ja in deinem Fall, ich mache das Mikrofon ein bisschen näher. Ja. Das ist in deinem Fall ja schon seit, was wollen wir jetzt? Ich sage jetzt die Alter nicht. Aber ist alle. Steht alle in der Zeitung. Die 80 gesehen, okay. 80 gesehen. Ja. Und eben, du bist frischer denn je. Habe ich das Gefühl. Schau mal, das ist so. Ich habe eine Lebensfreude. Ich habe auch schön gelebt. Und habe viel gemacht dafür. Und ich bin sportlich immer noch tätig. Spiele immer noch gutes Golf, fahre Ski und wohne an wunderschönen Orten. Normalerweise bin ich um die Zeit in den Kanarischen Inseln. Aber ich habe ein Problem tun, wegen der Impfung. Ich bin heimlich geimpft lassen. Ich gehe bald wieder retour. Aber ich bin auch sehr gut organisiert. Das heisst, gut organisiert? Ja. Ich habe natürlich in jungen Jahren, ich bin sehr schnell, ich war im Ausland, ein Jahr in Holland, ein halbes Jahr in Jamaika, bin Spitzensportler gewesen, mit einem besten Turner gewesen, und dann mit der Rettungskorb Firma gegründet. Ich habe natürlich sehr viel Glück gehabt, dass ich in eine Zeit hineingeboren bin, wo es sehr einfach war, reich zu werden. Man musste immer gescheit sein, man musste schlau sein, Unternehmensgeister, und man musste ehrlich sein. Nicht und ehrlich mit den Leuten. Lügen haben kurze Beine, sage ich immer wieder. Ich habe schweigen, dass ich natürlich ganz einen Haufen Leute um mich herum kann, die an mir geholfen haben. Alleine hat man den Erfolg nicht. Man hat den Erfolg nur dann, wenn man Leute um sich herum hat. Okay. Das heißt, du würdest behaupten, dass jetzt... machen wir noch ein bisschen das Mikrofon. Okay, okay. Du würdest behaupten, dass es jetzt nicht mehr so einfach ist, reich zu werden? Es ist eine andere Zeit. Geschäftszeit. Als ich geschäftet habe, als ich der Boss von meiner Firma war, die gehört immer noch mehr heute, aber ich bin nicht mehr tätig, mache das nicht mehr, wie ich sehe die Zahlen, ist es einfach gewesen. Man hat Verträge, macht Millionen Verträge mit Hand. Wir können zählen auf den. Heute, wenn ich den Urs Vögele, unser CEO meiner Firma, die Firma führt, die Verträge sind am Tisch oben, wird mir ganz schlecht. Wir haben früher das nicht gehabt, wir haben früher per Hand haben wir Millionen Sachen abgewickelt. Nur von Handschlag, es war einfach eine nähere Welt damals. Es ja, natürlich, hat kein Internet so nichts gegeben, man hat einen persönlichen Kontakt gebraucht. Man hat persönlich die Leute gesehen. Und es war wichtig, dass man mit den Leuten eben auch gut geredet hat. Und hast du das Gefühl, dass das mit deiner Offenheit und deiner Ehrlichkeit so weit überhaupt hat können gehen? Schau dir mal, wenn man so Erfolg hat, den ich kann im Leben, wenn ich halt ehrlich gewesen wäre, hätte ich nicht so weit gebracht. Und ich bin in der Familie geboren mit 8 Kindern. Da ist Ehrlichkeit, redlich gewesen. Da ist man ein bisschen ehrlich gewesen. Ich bin auch sehr gut katholisch erzogen worden. Aber Ehrlichkeit ist enorm wichtig. Wenn ich heute sehe, was so viel gelogen wird. Und wenn ich sehe, wie die Geschäftspartner, die nicht mehr heute, nicht mehr unsere, aber dass ein Haufen andere probiert, den anderen über die Tore zu suchen. Das war früher nicht. Nein, früher war es eine andere Welt. Aber die ist normal, es ist eine neue Welt. Wir sind ein alter Klaus und trauen der alten Welt noch. Aber in meiner Zeit war es einfach. Ich darf jetzt etwas sagen. Mein Lohn, ich habe Bauschlosser gelernt für die Firma Grieser. Und weil ich durch den Turmfest gewonnen habe, in 19 Jahren, hat mich die Firma Sulzer wollen haben, die Firma. Der Dr. Ehrensberger, der war Direktor und war Ehrenmitglied im Turmverein Seen. Und ich bin Kranzturner, habe Turmfest gewonnen, bin ich 20 in die Firma. Der Lohn, den ich hier hatte, als ich angefangen habe, die Firma Sulzer, war 3,48 Franken.
Er hat mich in die Schule lassen, aber ich wollte eine militärische Karriere machen, aber ich hatte einen schweren Militärunfall gehabt und dann bin ich verharrt worden, in der Nacht über 2 Tage, ich habe überlebt. Dann nachher habe ich hat er mich in die Schule gejagt, Abendschule, hat mich verleitet. Dann hat er mich auf Genf abgetan, zum Französischlehrer, für die Firma Sulzer. Und da unten habe ich gesehen, eine andere Welt gesehen. Und dann bin ich auf und davon, der Firma Sulzer, bin als Hilfsskilehrer nach Lechen-Alberg. Ja. Hat den Body gemacht, alles gemacht, aber ich mit dem großen Schlitten gefahren, mit den Leuten, einfach einen, ich habe 2 Skilehrer gekannt, die haben mich mitgenommen. Und nachher bin ich wieder ins Ausland, habe ein paar Sachen gemacht, dann bin ich ins Ausland, auf Holland ein Jahr. Und von Holland habe ich zuerst mal recht Geld verdient für die Firma Bühler Utzwil. Ich habe hier so viel Geld verdient, ich hatte 1000 Franken im Monat, aber ich habe Spesen gehabt, 35 Gulden im Tag, das war viel dort mal. Mhm. Bei 25 habe ich Geschäft gegründet, da habe ich ein Vermögen gehabt für etwa 10'000 Franken. Mhm. Und mit 30 bin ich Millionär gewesen. Genau 5 Jahre gebraucht. Nach 5 Jahren hat mir der Treuhändler gesagt zu mir, gesagt, Hans, du bist Millionär. Dann habe ich gesagt, 6 nochmal. Ich weiß es aber schon. Ist das als Ziel gesehen, dass du sagst, bis 30 bin ich Millionär? Nein, das ist kein Ziel, das hat sich ergeben. Okay. Ich bin einfach in eine Zeit hineingekommen, ich habe genau das gemacht, was ich konnte. Mhm. Ich war der beste Organisator gewesen, wo man konnte. Ich habe die Baustelle organisiert, mhm. Ich habe meine Kollegen eingestellt, alle meine Jugendfreunde, die haben bei mir geschafft. Ich habe Zement, ich habe mit 26 Jahren Zementwerk Daingen, ich bin 26 gewesen, ich habe den Auftrag bekommen, für Zementwerk Daingen, die Maschinen zu stellen. Mhm. Ich habe zwischen Neuburg alle Maschinen gestellt. 7 Monate die Rohleitung gemacht. Ich bin einfach in eine Situation gekommen, die es ergeben hat. Und ja. Ich habe immer gesagt, ja, ja, ja. Und es ist einfach gelaufen. Und was viele Leute wahrscheinlich nicht verstehen, ist, wenn du sagst, du bist ein super Organisator gewesen, das braucht auch wahnsinnig viel Disziplin. Du musst immer zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, früh aufstehen, lang arbeiten. Und das geht gerne vergessen bei Lebemann, Multimillionär. Die haben das Gefühl, du hast gar nichts gemacht. Ich habe mit 25 die Firma gegründet. Mhm. Bin 2 Jahre im Ausland gewesen. Habe hinterrücks in Neuenburg trainiert und hat im Jahr 4 Turmfeste gewonnen. Das ist im Buch, in den Ranglisten drin. Mhm. 4 Turmfeste gewonnen neben drin und bin am eigenen Nationalturntag 4. Mhm. Und ich habe so viel gemacht. Am Tag habe ich gekämpft und so habe ich trainiert. Mhm. Ich habe einfach wollen. Und dann nachher ist Bobfahren gekommen. Aber es braucht Disziplin, es braucht den Willen und ich bin nie müde gewesen. Mhm. Und nicht vergessen, ich habe wollen. Ich habe den Erfolg wollen. Mhm. Wenn du kommst, mit 8 Kindern sind wir aufgewachsen. Eine ganz feine Familie sind wir gewesen, feine Brüder, meine Schwestern, aber wir sind niemand gewesen. Mhm. Ich habe wollen, jemand werden. Und das war einfach ein Wille dabei gewesen, ich habe wollen. Und ich habe Glück gehabt, ich habe immer die rechten Leute gefunden. Und eine Firma umzubauen, ich habe alle meine Jugendfreunde, wie der Bernhard Emporio, der René Holzer, der Gotti Metzenzell gestorben, der Gabriel, der Vögeli, der Hugo, mein Brüder, die sind alle für mich eingestanden. Die haben für mich geschafft. Ja. Der Bernhard Emporio ist von meinen Schuhen gekommen, der war mir Direktor gewesen. Der hat im Leben nur einer für einen geschafft, 50 Jahre bei mir. Nein, es ist ja so, die Leute sind einfach bei mir gewesen. Und ich bin gesehen, obwohl ich sehr jung war, habe ich Vatergefühl für die. Mhm. Ich habe gut geschaut. Und wenn sie mal blau gemacht haben, trümmel hintereinander, habe ich das eigenhändig zum Bett ausgezogen am Morgen. Und die habe ich an den Schuhen gegeben, ganz klar. Okay. Und wenn du sagst, vielleicht tust du irgendwie alte Zeiten noch, hast du das Gefühl, die Disziplin ist heutzutage bei vielen Leuten nicht mehr so rum? Schauen wir mal, wir haben eine andere Welt. Ja. Wir haben kein Handy, wir haben nichts gehabt. Mhm. Es ist ein anderes, die Leute sind vergewöhnter. Die können ja viel gescheiter auf die Welt, vermutlich. Die Kinder sind gescheiter heute auf der Welt. Die gehen die Computer und Zeugen. Wir haben nichts können. Ich habe noch einen Rechner. Ich bin der beste Rechner, den es gegeben hat. Ja. Kopfrechner. Aber
es ist eine andere Welt. Die Leute kommen vermutlich auch gescheiter auf die Welt. Jetzt schon gescheitere Eltern. Mhm. Und vor meinem Vater war ein Bauerli, hat es in der Gießerei geschaffen, die er sich durchgebracht hat. Es ist eine andere Welt. Die Leute können gescheiter, alle macht Hafermus das aus, was das jetzt so ist, oder was sie gescheiter werden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage auch mehr Wert auf andere Sachen gelegt werden. Man muss nicht mehr sich irgendwann definieren im Sinn von, du sagst, du hast können rechnen und du bist Sportler gewesen. Ja. Also hast du gesagt, was mache ich aus dem? Ja. Ich probiere so gut wie möglich zu sein im Sport und ich schaue, dass ich mit dem Rechnen irgendwie meinen Beruf kann verwirklichen. Und heutzutage sind die Leute so, ich mache ja das, dann schaue ich mal dort, dann bin ich da mal umschauen. Ganz verschieden. Ich habe so viele Vorträge. Ich rede über die jungen Leute, mhm. auch über den Bänkler geht zu, ich rede an Tagungen. Schau mal, es ist so. Ich habe all diese Jahre die Leute beobachtet. Ich habe immer wieder festgestellt, die ganz Gescheiten haben es manchmal nicht beigebracht. Ich weiss wieso. Die haben es falsch gemacht. Wichtig ist, jeder Mensch hat in sich eine Kraft, eine Stärke. Und wenn er herausfindet, wo er die Kraft hat, dann kommt er für sie. Viele Leute, viele studierte Leute, was sehr gescheit, ich beobachte meine Schülerkollegen, alle die, und ich habe immer beobachtet, die Gescheiten haben es zu wenig gebracht, weil sie es falsch gemacht haben. Wichtig ist, herauszufinden, was man kann. Mhm. Man kann nicht viel, man kann zwei Sachen, aber die kann man gut. Du hast aber mehr Sachen gemacht als nur zwei. Natürlich. Ich bin einfach auch, ich bin ein Spendiger gewesen. Aber ich habe natürlich auch ein schönes Leben gehabt, in jungen Jahren. Ich habe Turmfeste gewonnen. Mhm. Ich bin im Ausland gewesen, ich bin in Jamaika gewesen, ich habe etwas erlebt. Ich bin überlegende Leute gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin mit 25 Firmen, da war ich schon ein Jahr in Holland, ein halbes Jahr in Jamaika. Ja. Jamaika war dort mal eine Mondreise. Gewesen. Ich bin von holländischen Konzernen auf Jamaika gegangen. Eine Mondreise. Und ich auf Genf gegangen bin, haben meine Eltern so gebrüllt, auf Genf haben wird man verkeibt. Ich bin katholisch im Haus. Haben. Ich hatte einen Onkel, der Pfarrer war. Ich sagte, Hans, Genf, die Welschen, ist nicht gut. Mhm. Ich bin gegangen. Als ich auf Holland gegangen bin, haben Mutter, Vater, alle in Holland einen Rosenkranz gebeten, dass ich gesund heimkomme. Holland war schon eine Reise gewesen. Und als ich auf die Jamaika gegangen bin, habe ich gerne nichts gesagt, bin einfach verschwunden. Wirklich? Natürlich bin ich erst von dort her, habe ich mich gemeldet, wo ich überhaupt bin. Da haben sie nicht mehr können schlafen. Das ist einfach, ich kann wollen. Mhm. Ich bin 3 Tage in New York gewesen, ich habe den Flug ich bin auf Schiphol Amsterdam, Metropolitan, auf New York geflogen. Wir hatten 8 Stunden Verspätung gehabt. Flüge auf Jamaika, auf Kingston ist auf und davon gewesen. Und ich bin 3 Tage rumgelungen, in New York in einer Jugendherberg gewohnt, mit $20, für $8 habe ich gezahlt. Mhm. Bis ich einen neuen Flug hatte auf Kingston. Und das Glück ist immer im Leben, ist immer, hast du immer Glück. Als ich in Kingston am Flughafen gelandet bis Nacht um 11 Uhr, die Leute, die mich holen mussten, ich musste auf den Plantagen die Wasserleitung montieren, um die Anlage zu bespritzen. Mhm. Ich war niemand mehr. Kein Mensch mehr. Mhm. Und dann bin ich am Flughafen gestanden und da kommt einer her und sagt, are you German, man? Und ich sage, nein, ich bin Schweizer. Ja, er auch. Und ich sagte, wer kommt denn? Ich bin von Luzern, ich habe das Technikum gemacht. Und jetzt bin ich der Techniker vom Flughafen von Jamaika, von Kingston. Mein erster Job. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich hin muss. Mhm. Ich sagte, Hans, kein Problem. Ich fahre dich morgen ab. Ich habe immer Glück gehabt, im Leben gute Leute getroffen. Mhm. Ich habe die guten angezogen und die Wüste an die links liegen lassen. Aber das finde ich ja schön, wenn du das so sagst, dass oft vergessen die Leute die anderen Menschen um sich herum und du bist das Gegenteil. Dir ist immer bewusst, wer dir alles geholfen hat, wer du alles gefunden hast auf deinem Weg. Ich habe keinen vergessen. Jeder in der Schweiz kommt mir vor, oder die Schweiz hat ja einen Haufen Nieder, auch in Zürich, die möchte gerne Schauspieler da nicht. Die glaube ich, die umeinander laufen in Zürich rum, die glaube hat einen guten Jungen. Auch Stefan ja. Gubser ist natürlich ein wunderbarer Schauspieler. Super, ja. Er hat ein paar ganz gute da, mhm. aber die Nachläufer da überall mit dem Eis. Aber es ist, man muss einfach auch wissen, man muss auch seine helfen und man darf niemanden vergessen. Mhm. Und ich habe natürlich alle die Leute, die um mich herum waren,
habe ich keinen vergessen. Wenn sie in Not sind, bin ich da gestanden. Mhm. Und sie haben mir, man weiß ja, jeder in der Schweiz weiß, dass der Hausleutner ein großzügiger Mensch ist. Ja. Ich bin nie geizig gewesen. Ich habe das Geld vorhanden, was ich gegeben habe, ich schritt doch an. Ich bin nie geizig, man kann mir alles vorwerfen. Aber eins, ich bin immer mit den Leuten grosszügig und nett gewesen. Darum habe ich tausende Fans von jungen Leuten. Tausende Fans habe ich. Es hat kein Schweizer, ein Vetter ist eine andere Weltklasse, aber kein anderer Schweizer hat so viele Fans wie der Hausi Leutnecker. Ich komme alle Tage, alle Woche Briefe von jungen Leuten rauf, wenn ich rot bin, wenn ich mich kennenlernen, wenn ich mich zum Hochzeug gehe. Nein. Es ist ja so. Ich bin immer nett mit den Leuten und der Anstand ist wichtig. Bei mir ist der Strassenarbeiter auf der Straße oder der Doktor genau gleich. Ich behandle den, wie sie. Darum darf ich auch wunderschöne Geschichten erleben. Ja. Und ich glaube, ein Teil vom Erfolg ist auch, was du vorhin gesagt hast, du hast nie gezweifelt, etwas zu machen. Nein. Ich weiß nicht, woher ich das selbst will. Ich einfach wollte. Nein, ich habe nicht zweifelt. Ich habe gesagt, ich kann das. Und ich bin natürlich Menge schlaflose Nacht gehabt. Habe viel Ärger gehabt. Und ich habe natürlich auch viele negative Sachen erlebt. Ich habe die jungen Monteure, ich war selber sehr jung, zu Männern erzogen in Genf. Und ich habe alle Verdingtbuben in der Schweiz, wenn ich habe einen Haufen Verdingtbuben in der Firma gehabt. Und Vormund hat mir angerufen, Herr Leutnecker, wir haben jetzt einen, der 20 ist, und wir wissen, sie sind ein guter Patron. Dann habe ich die auf Genf eben genommen. Ich habe einen Haufen Tätige engagiert. Und einen habe ich zum Mann erzogen. Am Anfang hat er ein dumm getan, ist von Baseland gekommen. Und dann ist er ganz ein tüchtiger Bursch geworden. Und ich habe ihn gern gehabt. Und er ist immer am Samstagmorgen, ich auch die Ängste im Büro, sind zu mir ins Büro gekommen, die Kohle gebraucht haben. Ja. Und dann kommt er und sagt zu mir, der Hans, ich habe eine Freundin. Und ich gesagt, du, wie sieht sie aus? Wollen Sie sich vorstellen? Ja, sie arbeitet bei der Post. Sie heißt Ursula Kredig, habe ich gesagt. Post ist immer gut. Hat man sich vorgestellt, ganz flottes Mädchen, habe ich gesagt, du, die musst du heiraten. Das ist deine Frau, du hast keine Eltern, du hast niemand. Hast du gerade gesehen? Ich habe es einfach gesehen. Dann haben sie Hochzeit vorbereitet. Und ich habe für die Firma Schmidli Affolter am Albis, die Firma ist bekannt, habe ich eine Montage gemacht in Lausanne. Ich habe vier Monteure dort. Und dann hat Peter Obrisch geheißen, haben wir den Vater Schmidli, Stefan Schmidli, ist genau so ein Freund von mir, sein Vater Agnet Hauns, es ist ein Monteur gestorben auf dem Baustelle von dir. Ich bin von Genf Lausanne auf den Krast. Ist schon eingesagt gewesen. Ich habe immer gedacht, nur nicht der Peter, der will heiraten in 3 Wochen. Nur nicht der Peter. Riecht der Sargdeckel auf, liegt er drin. Dann bin ich auf Genf gegangen. Hat er die Post geschafft. Und er wollte wissen, wenn sie frei hat, ist jemand runtergekommen. Um 2 habe ich gesagt, du, ich muss mit dir reden. Ich hätte Peter, ich habe es gemacht heute, hat er nicht recht. Dann habe ich gesagt, nein, Peter ist tot. Diese Sachen habe ich viel erlebt. Und das war einfach. Ich habe mal 2 Skilehrer engagiert von Frankreich, 2 flotte Bursten. Ist mir einer tödlich verunglückt, da in Zürich oben. Sein Bruder hat du, ich höre nicht mehr schreien. Nein. Ich habe schöne Sachen erlebt, aber ich habe natürlich auch ganz böse Sachen erlebt. Aber ich bin einfach gewiss, das Leben geht weiter. Es muss für die anderen. Oder ich habe viele Tiefschläge gehabt. Geschäftlich, finanziell nie. Dort habe ich einfach gewusst, so viel Geld brauche ich. Und das Geld ist gekommen und das Geld ist wahnsinnig schön gekommen. Ich konnte es kaum mehr zählen. Ich konnte es mir selber anlegen. Aber weißt, wenn du erzählst, ich weiss, warum so viele Menschen Fan sind von dir, weil auch wenn du so Niederschläge hast in deinem Leben, du bist immer positiv und aufgestellt. Und das ist inspirierend, also weißt, auch für jemanden wie mich. Es ist so. Wenn du vor einer Firma gestanden bist, wie ich, oder zuerst 20 Leute, dann 50 Leute, dann 100 Leute, dann 200, 300, 400,
Die sind alles, viele Fans haben bei mir geschafft, die kein trauriger Haus sehen gesehen. Das war das. Die haben entweder ein Haus gesehen, das gut aufgelegt ist. Ja. Und ich habe ja immer Verantwortungsgefühl gehabt für die Monteure. Die bei mir, oder, das sind früher als junge Burschen zu mir gekommen. Junge Burschen. Dann haben sie geheiratet. Bei mir geblieben. Dann sind sie Familienväter geworden. Mhm. Dann habe ich gewusst, ich brauche für die Leute Arbeit. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt wegen der Arbeit. Aber ich habe einfach Schwein gehabt, dass ich sehr, sehr schnell viel Geld verdient habe. Und immer geschäftlich einen Ausweg gefunden habe. Ich bin, als die Schweiz Krise war, im 66, bin ich ins Ausland. Ich habe einen Haufen Monteure im Ausland. Mhm. Ich habe immer gute Verbindungen und die Verbindung habe ich gepflegt. Ich habe einen Haufen Geschäftsverbindungen aufgebaut in München. Ich habe eine Firma aufgemacht in Deutschland raus. Ich habe immer gute Verbindungen gehabt. Und einfach eins wissen muss man. Man darf den, der dir hilft, nicht vergessen. Hat dann jemand nämlich gesagt, du hast ein Problem mit der Frau, habe ich gehört. Du bist bescheiden, gell? Ich habe es gehört. Du hast kommst von mir den Betrag über. Nein, Hans, kann ich nicht machen, Ich lasse mich nicht schalten. Das ist Freundschaft. Ich habe gesagt, was ich dir gebe, hat mit meiner Firma nichts zu tun. Das ist rein persönlich. Oder? Oder ein guter Mann, wir könnten, haben wir einen ganz guten Mann gekündigt. Der ist 15 Jahre bei mir, 18 Jahre in Genf und hat Krach mit dem Mann. Die hat immer einen Krach untereinander. Einfach eifersüchtig voneinander, so weiß ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, schau, geh in die Ferien mit der Frau. Du hast 15.000 Franken, nach 4 Wochen, 3 Wochen Ferien. Du hast es gut überlegen. Er hat doch gesagt, Hans, ich bleibe dann. Wenn ich den Platz einen anderen anlegen, hat mir 100.000 Franken gekostet. Das habe ich viel gemacht. Also. Ich habe viel unter dem Tisch geschoben und gesagt, du so, hast es gut gemacht. Das habe ich gut gemacht. Und vor allem mit 15.000 kannst du, vor allem damals, ja, kannst du gute Ferien machen. Kann ich überhaupt Ferien machen? Hat noch eine Frau eingekleidet. Nein, ich habe natürlich alle Tricks gelernt und kennt. Ja. Aber mit der Polizei habe ich natürlich eine wunderschöne Geschichte erlebt. Oder wenn ich ein Rad auch, also zum Beispiel, ich habe einmal einen Autounfall gehabt, bin unschuldig gewesen, habe ich 30 Jahre schaffen, kein fixer Schaffen. Und heute, wenn ich eins trinke, kann ich einen Schaffen um mich herum. Dann fahre ich auf der Autobahn, der Ari ist 30 Jahre Schaffen gewesen, ein flotter, geradliniger Typ. Und ich sage, Ari, Gas, ich habe Pressant. Und der Zarau fahren wir den Radar rein. Und er hat gesagt, hast du es gesehen, die hure Jufflerei, hat er gesagt. Ari, fahr hinter dem großen Kamion an, dann sehen sie es nicht. Und dann hat sie immer, als ich es so gesehen habe, hat sie überall geschaut, da ist der schwarze Cadillac, Und dann habe ich gesagt, so, meine Herren, sind wir zu langsam gefahren. Er hat gesagt, nein, Ari, schnell, hat er gesagt, was kostet denn, Ari hat kein Wort mehr gesagt, ich habe Hoxen nicht mehr zu, was kostet das Späßchen, hat er gesagt, 60 Franken, hat er gesagt, ich gebe 100, dann kann ich Schnaps trinken. Früher hat es noch. Früher hat es immer noch. Ja. Immer, heute darf ich nicht mehr. Und dann noch habe ich gesagt, so, wie sieht es jetzt aus auf der Autobahn? Ich habe gesagt, ich mag auch, riskiere da nichts mehr. Aber ich soll tun, wenn ich da selber schauen. Nein, natürlich. Wunderschöne Geschichte. Ja. Wunderschöne Geschichte habe ich dürfen leben. Und die Polizei hat ja zwischendurch natürlich auch, die haben mich fahren lassen, nach Hause fahren, weiter. Und ich bin mal durch eine Doppellinie gefahren, wenn ich in Stau gewesen bin, ich habe die Polizisten mich gesehen, zu Hause, ich habe nicht Alltag da. Ich habe gesagt, nein, heute. Nein, ich habe natürlich immer, ich habe natürlich Polizisten im Turnen gekannt und ich bin natürlich der grosse Sponsor des Kantons von der Polizei von Genf. Ich habe ihnen die Uniformen gespendet und das waren meine Freunde. Die haben mir auch gut geschaut früher. Wenn sie gewusst haben, ich habe natürlich auch eine verrückte Zeit gehabt. Ich bin 35, 35, 35, bin Millionär gewesen. Habe ich Olympiasieger gewesen, dann ist der Filmtheater losgegangen. Ja, ich habe auch mehr die Größe Wahn bekommen. Und habe dann wichtig durch den Bahren rein und da ist die Polizei. Jetzt gewusst, ein Haus ist Mercedes oder dort. Dann sind sie zum Auto gestanden und gesagt, Hans, ich steige nicht mehr. Kannst die Polizei wegen hocken und sie haben das Auto eingefahren. Sie haben mich natürlich auch sehr geschont. Ich kann schon manchmal ein wichtig tun. Aber ich habe immer gewusst, der Anstand ist immer noch wichtig gewesen. Immer noch. Ja.
Ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich so schaue, zum Beispiel habe ich ein Interview gesehen, wo du mit dem Kinski beim Aschbacher hockst. Und dann denke ich so, der Hausi, wie er jetzt ist, ist nochmal eine andere Figur. Der hat wie nochmal ein neues Leben angefangen, irgendwann als Hausi. Aber hast du gesehen, die Kinski hat dumm zu tun, bin ich reingekommen, überraschend, hat gesagt, ah, der Hans ist da. Nein, du hast gesehen, der Kinski war ein böser Mensch. Ein böser Mensch. Aber ich habe ihn im Griff gegen Klaus herauf. Der Champion, ich, die Olympische, ich bin nur kleiner Wicht. Nein, ich habe mit ihm gedreht, ich habe mit ihm 8 Wochen gewohnt, ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Wir haben Promotion-Tour gemacht, wir haben einen Cowboy-Film gedreht. Ich habe ihn gekannt, er ist einfach als Mensch unausstehbar gewesen, aber mich hat er gern gehabt. Mhm. Und ich habe gesagt, Klaus, vielleicht auch wegen dem, weil er jemanden braucht hat, der ihm einmal sagt, jetzt ist gut. Ich habe gewusst, wo wir den Kommando Leopard gedreht haben, habe ich gewusst, nach 10 Tagen und nach einer Woche. Jetzt können wir mich nicht mehr fortjagen. Weil mein Kopf ist im Bild überall, im Bild. Ich habe nicht mehr das Extra, das sind Filme, wo Geld kostet, die Explosionen, Flugzeugabstürze. Mhm. Und der Klaus hat mich gern gehabt. Mhm. Er hat mich aus dem gern gehabt. Aber ich habe Klaus gesagt: Hallo Klaus, hör mal auf, immer wichtig tun da. Kleiner Schau, ich bin Olympisch. Ja, ich möchte mit dir Pop und den Rass ausmalen. Ja, kannst du machen. Aber wenn man da 2 Helme anlegt, ich habe natürlich ihn im Griff gehabt. Mhm. Ich hätte ihn auch mögen, aber ich war ein böser Mensch gewesen. Ich habe mit allen gestritten gemacht. Ich habe mein Leben auf Promotion-Tour mit dem Mann. Ich habe gesagt, Klaus, hör auf, dann höre ich weg. Mhm. Nein. Aber ich habe natürlich die erlebte Lee Marvin nicht mehr. Ich habe mit den Erbenen gedreht. Nein, das. Ich habe böse Kreiber nur mehr gehabt, aber ganz gute Schauspieler. Ich habe gedreht mit dem Stefan Gubser zusammen. Stefan ist ganz ein wenig mal auf Winterthur und der Stefan Gubser ist der Theaterkommissar. Wieso denn immer Kommissar ist, weiß ich also auch nicht. Nein, wir haben mit dem Dolly Zetterlein gedreht. Mit dem Boxer, aber mit dem Ben Gazzara habe ich auch einen Film gedreht. Ja. Ben Gazzara und meine Großbildung. Da war der Stefan Gubser auch dabei. Mhm. Nein, Filme würden mein Leben gewesen. Mhm. Ich hätte können Hollywood, hätte ich auch wollen. Eine Olympiasieg ist immer etwas wert. Und gut, das kann ich auch. Also, muss ich sagen, also, was der Schwarze nicht hätte können, könnte, hätte ich das auch können. Aber ich hatte eine Firma mit über 1000 Leuten. Ja. Und dann war natürlich meine Frau nicht mehr zufrieden mit mir. Nicht ganz klar, wir haben 2 Kinder. Oder? Aber schau mal, wenn man Erfolg hat im Leben, zahlt man auch dafür. Mhm. Man zahlt immer etwas dafür. Und ich würde manchmal gerne daheim gehockt, früher noch. Und jetzt schön nach der Zeitung gelesen haben, wenn sie unterwegs sind. Mhm. Ich habe auch viel erleben dürfen, aber ich habe auch viel verpasst. Aber mit meinen Kindern habe ich es schön gehabt. Ich bin mit meinen Kindern immer Skifahren. Ich habe sofort Wohnungen gekauft, ich komme da oben. Bin 3 Wochen Skifahren, im Winter mitten an der Ostern, an der Weihnacht und Sommerferien. Ich habe Familie gepflegt, aber ich habe viele, viele Stunden im Leben verbracht, wo ich heute auch für Kappis, wo ich heute bereuen tun. Ist das gesehen, wegen dem Drang, nicht aufzuhören, immer weiterzumachen, mehr zu wollen? Die Leute haben ja wollen. Mhm. Hausi, man hat dich lange nicht mehr gesehen. Nein, schau mal, ich darf für Sachen erleben. Ich habe jetzt geimpft oben, in Lachen oben. Es ist das Gabriel, ich am Nord auftauche. Es ist immer Freude. Und jeder hat doch eine Geschichte über das Haus. Yeah. Jeder, wenn es fünf. Ich habe schon viel gehört. Ja. Wenn es fünf im Tisch hockt. Ich fange dann im Haus an zu erzählen. Mein Doktor von Wollerau hat mir gesagt, von Pfeffig hat gesagt, Herr Lüttenlecker, ich muss ja alle zwei Jahre Check machen, darf Auto fahren. Yeah. Hat er gesagt, Herr Lüttenlecker, ich will Ihnen etwas sagen. Lauft er gratis, wenn die gratis laufen. Sie können alles laufen. Sie sind so gut weg, kein Problem. Sie sagt, er ist Velofahrer. Wenn wir Velo fahren und nach einem Velofahrer ein Trink hat, mit 20 Leuten am Tisch, er wird immer über das Haus geredet. Die Leute haben keine Ruhe von mir. Es ist so. Wenn 5 am Tisch hocken, redet einer über das Haus. Und natürlich hat er auch einen Haufen Nieder natürlich. Nach darf man auch Sachen nehmen. Nein, zum Beispiel. Ich gehe ja alle Jahre als Nationaltour ein Schwingfest für Geldbuben. Dann bin ich mit meinem Sohn, mein Sohn ist ein ganz feiner, diskreter, welcher, ein Referfektitsch, habe ich den mitgenommen. Und dann war Beizerin dabei von Wiel. Von Wiel habe ich alle mitgenommen, sie hat es geregnet aus,
Ich kriege nicht auf ein Zelt, das ist ein riesen Esszelt, große Zelt, Festzelt, oder? Mhm, zweit, dritt, ja, ja, die Riesendinger. Und sind wir rausgegangen, oder? Und wenn ich hinkomme, ruft alles von allen Ecken, Haus, sind sie wie wild, oder? Mhm. Jetzt, ich bin so vor dem Zelt gestanden, hat Zigaretten geraucht mit der Beizerin von Wild, von Dockerburg Beizerin, ja. Dockerburg von Wild. Da sind zwei rausgekommen, zwei alte Kleine gesagt, hast du jetzt gesehen? Er hat auch untergestanden, das kriegt man nicht. Hast du gesehen? Wenn der Leute nicht in den Huren-Tubel reinkommt, wie die Leute dienen, die sind auf die Bänke mit dem Huren-Löhli, mit dem Huren-Löhli, mit dem Huren-Playboy von Genf, mit dem Playboy von Genf. Der Beizer gesagt, ihr kennt denn den, kennt ihr den überhaupt? Ja, den wollen wir nicht kennenlernen, den Huren-Löhli, den Huren-Plöffer. Und mein Sohn hat gesagt, hat sich totgelacht. Nein, nein, es hat natürlich einen Haufen reingerufen. Und oder vor allem sind die Niederungen, die Auschwitzer, haben ja jahrelang gewartet. Meine Firma ist 55 Jahre alt. Mhm. Ich habe nie das Konto auf der Raiffeisenbank. Und die Raiffeisenbank ist berühmt worden wegen mir. Weil, wenn ich gefilmt habe, er hat den exklusiv der Sendung gemacht, der super, super, super sympathische Haus in Leutenegger. So viel Sendung, immer drei Reifeisen Bank Bichelsee, ist immer berühmt, ist mit mir berühmt worden, ist ganz klar. Aber nicht vergessen, ich bin auch in der Zeit, ich habe das Geld auch verdient. Und ich habe einzig richtig gemacht, ich habe immer Häuser gekauft. Wenn ich ein paar Millionen kam, oder zwei, drei Millionen, habe ich ein Haus gekauft. Und natürlich sind die Häuser natürlich die Preise von dort mal. Ich habe mich immer abgesichert und vor allem habe ich einfach immer wollen, dass ich meine Leute, wir haben bis 1500 Leute gehabt, früher, heute weniger, viel weniger. Und man könnte vier Monate Lohn zahlen, wenn wir keine Arbeit mehr haben. Mhm. Ich habe mich einfach mit Häusern abgesichert. Immer Häuser gekauft. Man weiss, Mauern bleiben Mauern. Bankpapier sind Papier, kannst auch Geld verdienen, kannst aber auch verlieren. Aber das Haus ist immer da. Und wenn du so Geschichten hörst, wie zum Beispiel eben von deinem Sohn vor dem Zelt, und wenn du dir überlegst, wie eben die Menschen über dich schwätzen immer, hast du ja schon Sachen gemacht, wo du gedacht hast, das mache ich jetzt extra, weil das gibt eine geile Geschichte über das Haus nachher? Ja gut, natürlich habe ich jetzt auch keinen Sinn, natürlich auch, ich bin mit dem Biland Sitterwagen gefahren. Biland, mit dem Hauptmeister gefahren, Rolf Biland. Der ist Weltmeister gewesen, Hinterwagen. Ich bin Bergrennen gefahren. Ich habe schon Sachen gemacht, wo auch Risiko, ich habe viele Risiken auf mich genommen. Ich habe Schwein gehabt, obwohl ich einen Haufen Verletzungen gehabt habe, Knieoperationen habe ich links und rechts, aber ich habe alle Risiken immer noch. Ich habe immer beim Skifahren auch. Wenn ich sehe, an einem Ort in Komatano, wo ich Wohnungen habe, wenn ich ein Dach sehe, wo ein Haus war, wo alles unter Schnee war, hat es mich nicht gekützelt, bis ich das Dach in den Fegen schnell und vorne runtergegumpelt und habe natürlich jedes Dach gebrochen, zweimal dabei. Yeah. Wir haben dann mit Popfahren natürlich auch, und ich war auch Pop-Olympiasieger gewesen. Yeah. Ich bin 13 Mal umgekehrt. Yeah. Ich bin mit allen Verrückten gefahren, mit dem Schenker Heinz, mit dem Lüdi, mit den Scherer-Buben, Scherer Erich, Scherer Peter. Der Scherer Erich kennen die alle, ist der bekannteste, die berühmteste Popfarbe der Welt. Der Scherer Erich ist etwa 15 Weltmeisterschaftsmedaillen und ist Olympiasieger gewesen. Für mich ist das der beste Stürmer gewesen, was die Welt je gesehen hat. Die Deutschen mögen den nie lernen. Ja. Er ist gegen den Amerikaner gefahren. Der Amerikaner hat nicht mehr so die grosse Konkurrenz. Der Scherer hat die Ostdeutschen gefahren. Alle. Der Scherer ist der beste Popfahrer, den die Schweiz je gehabt hat. Hans Hiltermann war auch gut gewesen. Dann hat es ein paar gute Popfahrer dabei in der Schweiz. Der Pichler auch und der Giobellina und wie sie alle heißen. Der Fasser natürlich, Fasser. Der Maurer, der Bauführer vom Glanerland. Der vierhalbige Vierer. Wenn du die alle so nennst, hast du auch etwas gemacht? Ja gut, ich bin Olympiasieger und ich bin auf 13 Mal. Ja gut, okay, aber das sind natürlich auch Athleten gewesen. Ja, ja. Ich bin einer von besten Turnern, ich bin Turnfestsieger gewesen. Ich bin Athlet gewesen, also ohne übertrieben. Yeah. Ich bin Athlet gewesen, was es mir nicht gibt. Aber das sind natürlich auch, das sind Kapazitäten gewesen. Ja. Und Hans, wo die Müller und der Schenkel, wie sie alle heißen, sind alle auch lustige Sachen gewesen. Und wir haben es auch schön untereinander. Ja. Wie bist du denn zu dem gekommen eigentlich? Also, ist ganz einfach gewesen. Ich bin mit 22 ins Ausland gekumpelt, bin 24 wieder retten gekommen, angefangen zu trainieren, Firma gegründet und dann habe ich ziemlich schnell Geld gehabt
und hat dann noch ein paar Turnfester gewonnen und dann hat der Wick schon wirklich die allerbeste schon wirklich mit dem ich Olympiasieger geworden und David Jubacher. Und dann natürlich haben wir gehört, dass in Genf von einem, der ein Athlet ist, der eine Firma hat schon, also eine Firma kam, wo reich ist, also Geld hat. Die Popfach hat Geld auch interessiert, wir haben Geld gebraucht, sagen wir jetzt oben. Und dann sind die Stürmer auf Genf gekommen und dann bin ich bremsen geworden von allen. Kleinpeter, vom Fritz Lüdi, vom Hans Gandria, Scherer, mit allen eigentlich, bin ich bremsen gewesen. Und dann ist schon wirklich der Beste gewesen. Ja. Und dann schon wirklich, habe ich den Glück gehabt, dass ich dort auf dem Pop bin. Mhm. Oder, und einfach eins will man wissen. Der Stürmann braucht einen super Stürmann. Mhm. Ohne Stürmann, guten, kann man nicht Olympiasieger Weltmeister werden. Und der Stürmer braucht vier fruchtige Eiber hin oben, wo ich dann stoßen. Ja. Wenn es schlechter Start kann, kann werden. Also, sie sind angewiesen. Wir sind das Team, wir sind der Verein, wir sind einander angewiesen. Mhm. Aber es war eine gute Zeit gewesen. Und du bist ja eben sehr ein Teamplayer. Ich habe Freundschaften gepflegt. Die Herren haben ja schön kommen. Ich habe gesagt, meine Herren, heute Abend haben wir einen guten Tag gehabt. Heute mache ich Champagner trinken. Nein, ich bin schon reich gewesen. Oder? Und im Rest vom Patronenhotel hat der Chef immer gesagt, der Hans kann machen, was er will da drinnen. Er zahlt immer alles. Und dann Jörg, nur Champagner brachen, machen wir morgen Schweizer Meister wird. Da gibt es wieder eine riesen Party. Ich bin Dritter geworden, weil Zweiter geworden. Und dann habe ich Party gefeiert. Ja. Und hat natürlich auch viele, viele Sachen gemacht, die ich mir mache. Zum Beispiel haben wir einen Weg gemacht, wer zum zweiten Stock rausgekumpelt, im Hotel Kasper Patron, den gibt es heute nicht mehr. Dann bin ich ein Füttelblut. Dann bin ich als Erster rausgekumpelt. Und noch haben wir am anderen Tag gesehen, dass ich einen halben Meter unter Schnee hatte, einen Haken. Hätte ich aufgespielt. Nein, ich habe hab alle Risiken auf mich gemacht. Ich habe das Risiko gebraucht. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch, ich bin in Malaga gehockt, viele früher bin ich falsch im Skifahren gekommen, falsch im Ufer in die Luft rauf. Dann bin ich auch in den Sturm reingekommen. Der Wind hat plötzlich umgeschaltet. Ich bin oben gegangen, auf 30 Meter oben. Und jetzt bin ich mir oben runtergekommen. Nur mit Mühe und Not. Und dann hätte ich mich schon abschlippen lassen, ins Meer rausgekommen, also ins Meer rausziehen lassen. Nein, ich habe einfach... Du meinst, ich hatte eine Verletzung. Dachterbrochen zweimal. Knieoperationen, sechs Stück. Ich habe alles gebrochen. Ich habe immer Risiko gesucht. Ich war ein Mensch, der einfach das Risiko, mein Geschäftsleben, ich habe das Risiko nicht gesucht. Da habe ich gerade Linie genommen, privat. Hast du Ausgleich gebraucht für das? Habe ich auch das Geschäftsleben nicht. Ja. Dann habe ich Risiko gegangen. Einfach, wenn ich auch können. Aber im Privatleben habe ich viel Risiko gemacht. Ja. Und du bist aber nie gross in Versuchung gekommen, zum Beispiel, was ja gern mal passiert, man wird reich und dann eben fährt man auch Partys feiern und so und irgendwann kommen Drogen. Aber du hast eigentlich nur Alkohol, also Champagner aufgemacht. Also Alkohol haben wir doppelladig. Einer hat mir mal einen Pfupfer gegeben, er hat gesagt, da mal einen Pfupfer, da merkst du etwas. Also Pfupfer? Ja. Koks, oder was? Koks, ja, nicht merkt. Er hat gesagt, ich bin Stachbauer für den Schießtreck. Der Haus ist stärker als Koks. Ja, wir haben natürlich, oder? Wir haben einen Strom und einen Räucher, einen Mafia-Film drin, Botte Venerone. Und mit John Bradley, dem Amerikaner, der Mafia-Film drin, hat immer mal einen, Hans Jung. Und ich einen, nicht mehr. Am anderen Tag keinen Hunger gehabt, das ist alles. Aber ja. das ist eben wahrscheinlich auch, weil du dich ja selber motiviert hast, weil du sagst, die Menschen haben ja auch einen glücklichen, fröhlichen Hausewelle gesehen. Wie hast du denn das immer gemacht und wie machst du es heute noch? Ich sage das immer. Wenn ich am Morgen aufstehe, komme ich zum Bett raus und lege zuerst mal auf den Rücken und dann 20 Mal die Beine anziehen. Ja. Stärken. Dann mache ich sofort 20 Liegestütze. 20 Liegestütze sofort. Ja. Bis da 30. Und dann, wenn meine Katze, die Vierbeine, die sich auch bewegen, wenn sie aufstehen, muss sich auch bewegen, dann bin ich unter. Und dann stehe ich in den Spiegel an und sage, Gottverdammt, bist du ein guter Geil, siehst du wieder gut aus, okay? Dann gang ich zum Haus raus und sehe Frau Meier verstummelt rumlaufen. Ja. Und dann wird Nachbarsfrau gesagt, Frau Meier, Sie sehen heute gut aus, haben Sie schon eine Nacht gehabt? Dann ist Ihr Tag auch noch gerettet. Nein. Die Leute loben. Das kostet nichts. Ja. Du musst immer
die Leute loben. Und jeder, der sagt zu einem, du siehst aber ganz geil aus heute, bist gut geschaut, das alles stimmt. Es ist ja so. Loben kostet nichts. Mhm. Nein. Wenn ich, schau mal meine Theorie, die ich die Firma selber geführt habe, dann bin ich mit dem Chauffeur jede zweite Woche alle Büro abgeklopft. Alle Büro. Dann bin ich, habe ich angefangen im Büro Basel. Das ist ein Zitzer, ganz ein toller Mann. Mhm. Markus Zitzer, der 35er Firma geführt, Basel, und hat gesagt, Zitzer, bevor ich gegangen bin, und ich habe immer noch einen Sack durchgelangen, dann habe ich mir einen Portemonnaie gelangen, jetzt so jedes Mal noch, Linderhocks, und niemand geschaut hat. Und ich sagte, Markus, ich muss dir einfach etwas sagen, du bist mein bester Mann. Ohne dich bin ich aufgeschmissen. Johannes! Johannes! Dann bin ich weitergegangen. Dann bin ich auf Emporio, auf Bernhofen. Ich habe gesagt, du Benni, auch. Wenn wir zusammen gehockt, wenn wir eine Sitzung hatten, wenn ich mal ein paar gegangen, wo dann etwas sagen, Bernhard, dann brauche ich auch einen guten Markt, 45 Jahre. Der Benni, weißt du, du bist der Beste. Du siehst nicht den besten aus, vor allem. Das ist auch noch wichtig. Du bist ein guter Geiner und bist der Beste. Also, so habe ich das alle Büro abgeklopft. Ja. Jeder kann ich könnte in Deutschland gefunden, wenn ich in Deutschland auf zwei Firmen. Ich bin immer in die Schweiz umgekreist, früher zwei, drei, und habe die Leute gerühmt. Mhm. Ich habe die Leute gerühmt. Es ist, wenn es auch mal ein Loch gab, der Benni Schneider von Winterthur hat meine Firma in Winterthur geführt, hat das Loch gesagt, Benni, hat gesagt, Benni, schau Benni, es geht wieder ob sie. Mhm. Hat mir letztlich gesagt, ich lang bin, sie gesagt, Hause. Weißt du, wenn du gekommen bist, sind wir alle aufgestellt gewesen. Und wenn die Boss kam, ist der Benni Emporio, hat uns nicht selber geschissen. Und du bist gekommen und hast gejubelt. Und hast immer gesagt, ihr seid die Besten. Nein, man tut, Kompliment ist wichtig gewesen. Die Leute Kompliment machen. Mhm. Du kannst, wenn eins schon kaputt ist, noch mehr kaputt machst, mach es gerne nicht mehr. Du musst es aufstellen. Mhm. Ich bin Aufsteller gewesen. Wie hast du dich jetzt aufgestellt im letzten Jahr mit der Pandemie, in der Krise? Schau einmal, das war ganz so eine böse Geschichte. Also für mich ist es gut rausgekommen. Ich wohne auf der Kanarischen Insel in Maspalomas, habe ich eine große Privatzeit seit 40 Jahren, genau, da sind es 40 und ich habe einen großen Besitz gekauft und ist überall alles abgebildet. Und dann nachher bin ich heimgegangen, im Februar Skifahren, mit dem Frau und ich habe geflogen am 5. März, der Flieger halb voll gewesen. Und dann nachher sind wir Velo gefahren, eine Woche lang, Golf gespielt. Und dann bin ich am Sonntagmorgen mit dem Velofahrer heim und meinen Kollegen, mit dem Walter Fleisch verwindet, das ist ein großer Freund von mir, mit dem Heinz Taufer, mit denen steht die Polizei von mir, der Wille zu sagen, Senior, ora, finito, siglissa. Also jetzt ist fertig Velo gefahren. Für Terminator, ora, finito, siglissa, la casa, ora. Noch, Gerardo Casa. Er heisst, sie dürfen nicht mehr zum Haus aus. Sie dürfen nur noch einmal einkaufen. Ja. Und dann Velofahren nicht mehr. Lockdown. Ist Lockdown. Mhm. Und dann bin ich am Abend noch ins Meer runtergelaufen, wo die Hoteler sind. Hat kein Mensch mehr gesehen am Sonntagabend. Und dann habe ich gewusst, das ist es böse. Und dann habe ich am Montag sofort im Schoklub, meinem Sohn, den Auftrag gegeben, Flug zu buchen. Das habe ich gesagt, edelweise auf Zürich abgesagt. Anderer Flug auf Basel abgesagt. Flug auf Zürich wieder, abgesagt. Und dann habe ich gesagt, mach es nicht mit mir. Am Junior angerufen, hat gesagt, Privatjet schicken. Am Mittwochabend ist der Privatjet knallisch in den Weg geflogen. Ich bin eingestiegen und der Heinz Taufer, mein Freund, mein Velofreund mitgenommen und der Walter Fleisch verwindet durch meine Frau und bin heimgeflogen. Mhm. Also, hat gesagt, das mache ich nicht mit. Ich habe einen Haufen Leute gehabt, die von Amerika heimgeflogen sind. Wo es viel mehr kostet. Es kostet sehr viel Geld, heim zu fliegen. Aber ich habe gesagt, das ist mir das wert. Also ich beschließe noch. Also wo denn heim? Nach Genf? Nach Kanarischen, auf Genf, direkt auf Genf. Ja. 4 Stunden Flug daheim war ich. Champagner trunken, Flügerin. Voilà. Und Freude. Ja. Ja. Nein, Auslandsee ist schwierig. Und wenn man älter wird sowieso. Mhm. Und ich bin halt auch ein Schweizer geblieben. Ich bin Deutschschweizer geblieben. Mhm. Ich wohne in Mengenort, ich wohne in Feierbach-Schwitz. Ich wohne in Wiel. Ich wohne im Genfersee, Genf, Kanarische Insel, also ich wohne überall. Ich zahle also überall Steuern. Allen Kantonen, wo ich wohne, habe ich Häuser, wo ich auch Steuern zahle. Yeah. Und Feierbach ist auch gute Luft dort noch. Also, okay.
Wie du sagst, du bist ein guter Organisator. Ich habe schon Probleme zwischen Basel und Zürich hin und her zu pendeln. Wie organisierst du das, dass du sagst, jetzt bin ich mal dort, dann mache ich das? Der Mann hockt dazu, das ist Jürg Bircher. Yeah. Der Jürg Bircher hat mir das Telefon alle Tage. Er kann Jürgli antreten, dort und dort. Ich fahre selber auf Zürich auf, treffe den Autobahn. Jürgli muss dabei sein und dann sind der Jürgli, ein guter Golfer. Yeah. Er hat mich schlagend angebracht. Ich glaube, er spielt besser Golf als ich. Ich bin eh verrückt. Nein, Jürg Bircher ist mit mir schon 50 Jahre unterwegs. Mhm. Ich hatte 30 Jahre einen Chauffeur gehabt, der ist Pension gegangen. Mhm. Und ich habe ja kein Präsent mehr. Und ich fahre sehr gut Auto. Ich habe auch wunderschöne Auto. Ja. Und dann bist du nicht mal irgendwie, dann bist du in Wiel und sagst, ah, shit, jetzt habe ich das und das vergessen. Dann kaufst du einfach nochmal. Also, kaufst du nochmal? Nein, ich brauche nicht mehr so viel. Ja. Ich brauche nicht mehr so viel. Nein, das ist kein Problem. Bist du so bescheiden worden? Ich bin von Haus auf. Bin ich bescheiden. Ich bin bescheiden erzogen worden. Mhm. Das weiß jeder, dass ich bescheiden essenmäßig. Mhm. Ich bin ganz bescheiden. Anlegen habe ich immer müssen. Ich habe auch in Mode gemacht, früher auch. Leider machen Leute. Mhm. Denke ich immer. Mhm. Das Anlegen ist enorm wichtig. Es hat so viele Leute das falsche Anlegen. Ich weiß ganz genau, schwarz denke ich wunderbar gut. Jetzt kommt der Fahrer schon wieder. Nein, aufhören. Voilà, okay. Voilà. Sola. Jetzt kannst du noch ein paar Fragen machen, nachher haben wir es überstanden. Ist es schlimm gewesen bis jetzt? Nein, ist gut gewesen. Ist in Ordnung gewesen. Ja, ja. Ganz, ist in Ordnung gewesen. Ich freue mich nicht. Ja, natürlich. Okay. Es hat noch nie so viel Publikum gegeben. Das ist dir bewusst, gell? Wir könnten die, wenn kommt das raus, wenn? Das machen wir in einer Woche. Okay. Freitag in einer Woche. Wir berichten. Charlie, wo bist du informieren? Charlie. Auf jeden Fall. Charlie, kann ich aufhören? Ist fertig jetzt? Wir können aufhören. Ist in Ordnung? Gut, danke vielmals. Ich wünsche allen Zuhörern alles Gute und dass wir die Krankheiten überstehen. Ja. Gute Moral und viel Wille und treiben nach Sport. Wenn wir im höheren Alter gut bei Nancy, mache den Morgen bei Liegestütz, ist enorm wichtig. Und trinke dir bei dir einen Schluck Appenzeller, das macht auch noch gesund. Und der Thurgauer sauren Most. Okay. Hausi, vielen herzlichen Dank. Sehr inspirierend und es hat sehr Spass gemacht. Bin gerne mit jungen Leuten zusammen. Das ist okay. Schön. Alles dann Liebe. Freut, danke. Du hast das Buch noch nicht da? Ja, noch so gerne. Hey. Mal schauen. Ist gar nicht. Sensationell.